Und deswegen ist er etwas verschwunden jetzt. Also ich begrüße Sie nochmal recht herzlich heute Abend hier in der ASB Lounge zur kurzen Gesprächsrunde mit den beiden, mit dem Co-Trainer und dem Trainer von Ernstdorf. Auch Co-Trainer, okay. So, ich denke, wir haben heute Abend wieder ein Spiel gesehen, was vom Kampf eigentlich geprägt war. Wobei beide Mannschaften in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe gespielt haben. Und ich denke, dort jeder eigentlich die Chance gehabt hat, auch vielleicht das bessere Ende für sich zu haben, was heute die HSG hatte. Wie siehst du das in der ersten Halbzeit? Also meine Stimme ist nicht viel besser. Erstmal Glückwunsch nach Freiberg zum Sieg. Ich glaube, Freiberg wollte mehr, vor allen Dingen nach 20 Minuten. Wollten sie ganz einfach, hat man schon gesehen, den Sieg mehr in der zweiten Halbzeit. Werft in den ersten 11 Minuten ein Tor und wir schaffen es einfach nicht. Scheitern am Torhüter, verwerfen 5-7 Meter. Wer auswärts 22 Tore nur kriegt, der muss eigentlich als Sieger von der Platte gehen. Aber unsere Mannschaft hat nicht das umgesetzt, was wir von ihr gefordert haben. Wir haben im Angriff teilweise einfach nur Standhandball gespielt. Da war es gegen die offensive Deckung für Freiberg sehr einfach, uns zu stellen. Da, wo wir mal schnell gespielt haben oder in die Lücken gegangen sind, waren wir durch und dann scheiden wir am Torhüter. Freiberg hatte heute die beiden besseren Torhüter. Das war vielleicht der kleine Gewinner. Aber ansonsten hat Freiberg verdient gewonnen, weil wir nicht in der Lage waren, die uns bietenden Chancen einfach konsequent zu nutzen. Ich denke mal, die HSG hatte auch ihren Fans gegenüber was gut zu machen nach den letzten beiden Spielen. Ich habe heute auch wieder eine Deckungsarbeit gesehen, die zu 100% besser war als gegen Köthen und gegen Dresden. Das können wir bestimmt welche bestätigen, die auch in Dresden mit waren, was die Jungs heute geleistet haben. Mit der sehr offensiven Deckung, wie du schon gesagt hast, haben sie euch doch ganz schön den Schneid abgekauft. Obwohl die personelle Situation im Moment ziemlich angespannt ist. Dietze, wie siehst du das? Naja, das war auch das, was wir die ganze Woche eigentlich trainiert hatten. 3-2-1-Deckung mit dem Personal, was uns jetzt zur Verfügung stand. Im Training waren es eigentlich 5-6 Spieler immer, die wir zur Verfügung hatten. Die letzten zwei Wochen dazu haben die Torhüter teilweise ab Kreisrasen ausgeholfen, dass wir wenigstens 4-4 zentral decken konnten ohne Außen. Und ich denke, das hat man heute gesehen. Das war wirklich, wir haben auch gesagt, das ist keine Ausrede, dass so viele angeschlagen verletzt sind. Wir wollen auch nach den letzten zwei Spielen unbedingt alles dran setzen, das Spiel heute gewinnen, egal wie, und Grundlage dafür musste die Deckung sein, ohne Frage, Deckung und Torhüter. Und das hat sich eben heute wirklich, hat sich jeder dort richtig reingehangen, egal ob das Jakob war, der ist sein bestes Spiel sicher jetzt gemacht hat, Bertram auf der Spitze ein super Spiel gemacht hat und ganz viele, ganz großen Anteil daran hat. Und natürlich dann die Torhüter, Hannes aus dem Feld raus und der Gerd, glaube ich, mit 5 oder 4 gehaltenen 7 Meter. Aber das ist eben Wirkung, Gegenwirkung, wenn die Deckung sich richtig reinhängt, richtig aktiv ist, aggressiv ist, dann wollen die Torhüter auch nicht nachstehen und die geben dann auch das eine oder andere zurück und das war letztendlich der Gewinner. Das ist klar, mit 22 geworfenen Toren ist es normalerweise heutzutage schwer, ein Spiel zu gewinnen. Du hast schon recht, wir haben ja nur ein Tor, glaube ich, in 12 Minuten geworfen, Anfang der zweiten Halbzeit. Dort haben wir 2-3 leichte Situationen vergeben und das war, hätte auch ins Auge gehen können, weil uns klar war, dass wir eigentlich unsere Chancen, die wir bekommen, dass es im Positionsangriff heute schwer werden würde, war uns klar gewesen, dass wir die Chancen, die klaren Chancen eigentlich nutzen müssen. Aber zum Glück hat es dann am Ende die Deckung und der Torhüter gerissen. Ihr habt auch unheimlich lange gegengehalten, muss ich sagen. Ja? Gerade diese 12 Minuten, die bei uns nur zu einem Tor geführt haben, da hatte man schon, habe ich auch auf der Bank gedacht, dass da schon einiges, dass es wieder schwierig wird bis zum Ende. Aber natürlich eine Steigerung, was der Dietze schon angesprochen hat, von Gerd Vogel natürlich, war sehr entscheidend. Und wirklich die solide Spielweise eines Bertram Schön davon, das war wirklich sehenswert von der Abwehr her. Ich sehe diese Liga im Moment so, dass die ein bisschen zweigeteilt ist, die im Prinzip ab Platz 3 irgendwo auf einem anderen Niveau spielt. Wie siehst du das? Also grundsätzlich glaube ich, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann. Einen guten Tag, denke ich mal, nächste Woche, wenn wir Dresden zu Gast haben. Vielleicht knüpfen wir an die Leistung wieder an, dass wir vielleicht auch da eine Überraschung schaffen. Wir sind aus meiner Sicht der klare Außenseiter. Allerdings gebe ich dir in dem Fall recht, dass Köthen und Dresden und Bad Blankenburg das Ding unter sich ausmachen werden. Dann kommt ein breites Mittelfeld, wo sich die Mannschaften die Punkte gegenseitig wegnehmen können. Und wo ich glaube, am Ende vielleicht noch den dritten Absteiger gibt, der vielleicht gar nicht damit rechnet. Und das ist die große Gefahr.
wo die Mannschaften, die jetzt vermeintlich Platz 5 bis 8 stehen, mit einem zweistelligen Punktekonto, die können auch noch unten reinrutschen, wenn sie mal Verletzungssorgen wie die HSG jetzt hat oder wie uns letztes Jahr erwischt, wo wir runtergegangen sind. Davor ist man nicht gefeiert. Man muss die Punkte definitiv zu Hause holen, gegen die Konkurrenten auch. Ansonsten, tja, nächste Woche Dresden, dann in Köthen. Wir haben schon einige Punkte auswärts liegen lassen, vor allem in Wittenberg. Aber okay, vielleicht holen wir uns nächste Woche die 2 Punkte aus Wittenberg wieder, wollen Dresden definitiv ärgern, obwohl ich das mit den 2 Mannschaften, die ich noch gesagt habe, als stärkste Mannschaften einschätze. Es wird ganz schwer und wir werden sehen, dass wir dann im Januar, Februar wieder gegen die vermeintlich Mannschaften aus dem unteren Drittel unsere Punkte holen zum Klassenerhalt. Die HSG hat eigentlich das Programm Dresden-Köthen jetzt schon hinter sich. Nicht erfolgreich, wie wir wissen. Wir haben jetzt noch das Programm Erfurt-Oebisfelde bis zum Jahreswechsel. Wie sind die Aussichten, die zu besiegen? Erstmal das Ziel heute. Die Punkte zu holen, wir haben jetzt noch nicht weitergeschaltet, muss ich sagen. Jetzt war die Situation so, dass wir uns wirklich bloß auf das Spiel gegen Hermsdorf konzentriert haben. Und wir hatten, weil du das vorhin noch angesprochen hattest, das auch nochmal der Mannschaft gesagt, Beispiel Ronneburg letztes Jahr, die haben 18 Punkte und sind am Ende abgestiegen. Wenn man in so eine Stunde reingerät, dann verliert man, oben gewinnt die Spiele, wenn man weiter runter geht, verliert man sie. Und das war auch ein Punkt, ist zwar noch weit weg, aber sollte man immer, wie du schon mal richtig sagst, im Auge behalten können. Und deswegen war es auch mit das fast mit wichtigste Spiel jetzt. Die letzten 2 Jahre in der mitteldeutschen Oberliga für uns. Und ich denke, das hat man von der Einstellung her, denke ich, eben auch angesehen heute. Okay. Wünschen wir Herbstdorf für die nächsten 14 Tage alles Gute. Vielleicht können Sie Dresden doch ärgern. Wäre auch nicht verkehrt. Und der HSG natürlich viel Erfolg in Erfurt und dann hier zum nächsten Heimspiel gegen Oebisfelde am 10.12. Hat noch jemand eine Frage an die beiden? Ansonsten wäre zur Ruhe. Zwischen guten Heimweg.